Hallihallo, Hallöchen, hier zurück bei Alice Madness Returns. Ja, die letzte Folge, die war so ziemlich mops, also sprich so ziemlich bescheuert. Dann hoffen wir mal, dass wir das Ganze jetzt diesmal nicht wiederholen. Wie ich jetzt von bescheuert auf mops komme, hättet ihr den Hund von meiner Freundin gesehen, dann wüsstet ihr warum. Nee, ich habe bis jetzt noch keinen Mops getroffen, der nicht bescheuert war, von daher. Aber gut, die werden ja auch sowas von doof gezüchtet. Ich meine, die ersticken doch schon mit ihren chronischen Schnupfen, was die Viecher da haben. Ich meine, die müssen ja irgendwo verblöden. Da kann ja der Hund ja noch nicht mal was dafür. Ja, hier könnte ich wieder gucken. Und Moment. Die Stufen zur Erleuchtung erhellen den Weg, aber die Stufen sind steil. Nimm sie eine nach der anderen. Hallo, Grinser. Oh. Ich habe Grinser getötet. Ja, nee, weil die haben doch diesen chronischen Schnupfen. Ich meine, das ist ja Sauerstoffmangel. Da kommt ja keine Luft mehr ins Gehirn. Das ist ja kein Wunder, dass die Viecher so blöd sind. Und da können die ja wirklich noch nichts mehr dafür. So, aber jetzt muss ich erstmal schauen. Wo habe ich denn in der letzten Folge aufgehört? Nachdem ich das so überstürzt abgebrochen habe. Müsste ich mich eigentlich dafür entschuldigen? Nee, weil ich hatte ja dieses Problem, dass meine Frau Paltlinge plötzlich weg war. Ich dann erstmal gegoogelt habe, wie ich diesen Schwachsinn jetzt wieder wegbekomme. Ja, und in dieser Zeit ist mein Partner nach Hause gekommen und ist nach Hause gekommen, zu mir gekommen. Und dadurch... Der soll seine Schnauze halten, damit da kommt damit seine schlechter... wir hatten noch was vor. Dadurch habe ich die Aufnahme dann, nachdem ich gestorben bin, relativ überstürzt abgebrochen. Aber jetzt bin ich wieder da. Oh, mein Kater mauncht schon wieder. Das war so typisch. Jetzt habe ich Minecraft und Edna aufgenommen und kein Gemaunze. Und jetzt nehme ich das auf und es geht wieder los. So. Ja, geh mal keine drei Schritte und dann geht schon los hier. Mein Herrn. Schauen wir mal. Ich fürchte mich jetzt schon. Ich werde wieder verrecken. Ich werde so jämmerlich verrecken. Ich fürchte ja, ich muss mich erstmal um hier kümmern. Da kriege ich dann auch wieder Lebenspunkte. Dann dürfte das Ganze auch nicht mehr ganz so schlimm sein. So. Was war denn das jetzt für ein Grafikfehler? Ich habe ja jetzt mittlerweile schon fast die Befürchtung, dass das letztens ein Fehler vom Spiel war. Weil ich dachte doch, ich müsste zuerst mal auf die hinschießen, so mit, na wisst ihr schon, wie heißt das nochmal, mit meiner Pfeffermühle. Naja, damit die so... Hallo? Jetzt nervt es mich auch. Damit die da so liegen bleiben. Hat aber nicht funktioniert. So, jetzt aber. Jetzt bin ich total durcheinander. Lebenspunkte. So. Ah, ich wieder mit meinem Durcheinander sein. Ich lasse mich schon wieder ablenken. Nee, aber... hui! Glück gehabt. So. Und jetzt, wenn ich da drüber springe, wird denn genau in diesem Moment die Lava kommen. Nee, nicht mal. Mit dem Gasanschluss sparen wir uns Kosten für Kerzen und Öl und können nach Brighton, Alice. So. Jetzt muss ich mal ganz kurz pausieren. Einen kleinen Moment, oh bitte. So, und schon bin ich auch wieder da. Nee, ich habe nämlich momentan ein kleines, dezentes Problem. Mein größerer Kater, der von den beiden, der noch da ist, weil der andere, der ist ja nicht mehr da, der macht momentan ein lustiges Katz-und-Maus-Spielchen mit mir, im wahrsten Sinne des Wortes. Geht über das eine Fenster raus, da lasse ich offen, und über das andere Fenster will er dann später wieder rein. Und machen sie mir natürlich die Hucke voll, und das kann ich natürlich auch nicht zulassen, weil ich meine... Wie soll ich sagen? Die Nachbarn freuen sich ja auch nicht gerade tierisch, wenn da die ganze Zeit eine Katze maust. Ist das ein Schalter? Sieht nicht so aus. Wo geht's hier weiter? Da oben ist was? Könnte ich meinen Schrumpfsinn benutzen. Aber der sagt mir nichts. Ach nee, da ist was. Ah, ein Schalter. Aha. Soll ich die abschießen? Versuch, wer es wert. Schauen wir mal. Und? Mach das Auge wieder auf, du Arsch.
Versuchen wir es mit dem. Nee. Das wird nichts. Seltsam. Seltsam. Wenn wir nochmal anschauen. Er zoomt da hin und zeigt mir da irgendwas an. Ich weiß nicht was. Ach, da nach unten. Okay, jetzt bin ich hier unten. Ach. Ich wundere mich schon, was das jetzt von mir will. Hey, dai, dai. Ah, da ist er auch schon, der Schalter. Und was sagt der Schrumpfsinn? Schrumpfsinn sagt gar nichts. Dann drückt mal den Hebel. Schauen wir mal, was passiert. Mit meiner Alice. Ah. Und das Anker fährt wieder vorbei. Das ist es, wenn man direkt beim Rettungszentrum wohnt. Das kommt des Öfteren vor. Weiß nicht, ob man es in der Aufnahme hört, aber der rührt gerade schon richtig schön bei mir vorbei. Wuhu! Da drüben wäre auch eine Plattform. Ach, auf die muss ich wahrscheinlich auch rüber. Schwupps. Und hier rauf. Und dann vermute ich mal hier rauf. Okay, und jetzt, Anna, vermutlich muss ich mal wieder darüber. Und darf ich erstmal töten? Töten, ich muss töten. Die Köpfe müssen rollen. Jo, tot. Irgendwelche Zähnchen liegen lassen? Natürlich haben wir wieder Zähnchen liegen lassen. Ich kann ja keine Zähnchen liegen lassen. So. Da komme ich her. Wo geht's jetzt hin? Ist hier die... Hier, das ist die Plattform, genau. Die haben wir jetzt hier hinbekommen. Dann können wir hier weitermachen. Wir müssen von dem Hutmacher die Teile finden. Oh Mann. Also alles in allem finde ich das Spiel nicht schlecht. Ich finde es nicht schlecht. Mei, okay, es hat seine Macken, aber hallo. Das haben viele. Was steht denn hier Schönes? Industrie heißt Fortschritt. Ach nee, erzähl. Ah, der Grinser. Grinser? Betätige den Hebel, um das Metall zu kühlen. Na, danke für den tollen Tipp. Wenn ich einen Hebel sehe, betätige ich ihn sowieso. Bäh, wenn ich das schon wieder sehe. Ist ein lebendiger Arbeiter, frei zu leben. Wenn ich das schon wieder sehe, dann geht mir schon wieder die hellste Freude auf. Jiha! Und du stirbst auch. Na, die nicht. Ich will den da eigentlich umbringen. Der Zahltag für na? Gute Arbeiter ist unbestimmt verschoben. Der Zahltag für schlechte Arbeiter ist schlecht. Ein guter Arbeiter ist ein lebendiger Arbeiter. Oh, was war das jetzt? So hin war ich doch noch gar nicht. Ich war doch noch gar nicht so kaputt. Geschirre können der Uhrwerksbombe nicht widersehen. Ja, super. Schön für Sie. Ein guter Arbeiter ist ein lebendiger Arbeiter. Frei zu leben. Ja, ich sollte ausweichen, ich weiß. Ein toter Arbeiter und umgekehrt. Sei kein schlechter Arbeiter. Schlechte Arbeiter sind Sklaven und tot. So. Der Zahltag für gute Arbeiter ist auf unbestimmt verschoben. Der Zahltag für schlechte Arbeiter ist gestrichen. Ein guter Arbeiter ist ein lebendiger Arbeiter. Ja, ja. Leute, schimpft mich schrecklich. Ihr werdet merken, och, da fehlt was. Ja, da fehlt was. Ich habe den Gegner besiegt, der hier gerade war. Ihr seht, ich bin angeschlagen an den Sprüngen im Display. Bin in diesen, na wie heißt dieser Modus da nochmal, da wo sie so wahnsinnig wird, in den Hysterie-Modus, genau, bin ich gekommen, weil ich ja schon so gut wie tot war. Und das Blöde ist, meine Fretzaufnahme liegt auf Raute und der Hysterie-Modus liegt auf Enter. Das heißt, ich habe jetzt ungefähr 3 Minuten des Spiels verloren. Ungefähr 3 Minuten. Ist aber nicht sonderlich viel passiert. Ich habe nur diese Teekanne da noch umgebracht und dann... Das ist eigentlich das Einzige, was ihr jetzt versäumt habt. Dann kam auch gleich ein Speicherpunkt. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Tut mir leid. Es wird der Schalter sein, der Grins gemeint hat. Ach Gott, ist doch schrecklich, oder? Meine Herren, ich wieder.
Jetzt habe ich die Aufnahmetaste von Fraps, hatte ich ursprünglich auf M, da habe ich selber weggetan, weil ich mal in einer Aufnahme was tippen musste. Und dann natürlich das M vorkam in meiner E-Mail-Adresse und dadurch ich die Aufnahme auch abgebrochen habe. Jetzt habe ich sie auf die Raute gelegt und ich springe jetzt da rein, weil es gerade so toll ist. Habe ich es auf die Raute-Taste gelegt und jetzt passiert das. Ich drücke versehentlich auf die Raute-Taste, während ich auf Enter drücke. Das war natürlich ein kluger Schachzug, wie man so schön sagt. Ach Gottchen, solche Wortdreher oder Buchstabendreher habe ich oft. Damals auch, ich bin relativ, ja, angeärgert, sage ich jetzt mal, gewesen. Denn ich konnte ausschlafen, ich hatte Spätschicht, ich konnte ausschlafen, ich habe mich so gefreut, weil ich sowas von müde war. Und dann mäht in der Früh draußen der Hausmeister den Rasen. Und was mache ich? Komme in die Arbeit, reg mich erstmal köstlichst darüber auf und was sage ich? Ja, da willst du in der Früh ausschlafen und dann rät der Hausmeister an Morsen. Genau, er rät an Morsen. Das sind die Viechers. Die wollen mich umbringen, habe ich das Gefühl. Wie ging der jetzt gleich nochmal? Oh Gott, jetzt bin ich gestorben. Wie ging denn der gleich nochmal? Hatte der nicht irgendeine besondere Schwachstelle? Ich sterbe immer. Ist doch schrecklich. Ja, ich sollte aufhören, über den Hausmeister zu sprechen. Würde ich vielleicht nicht sterben. Na egal, auf ein neues. Schubidu, weil es gerade so schön ist. Diesmal hoffe ich mal, dass ich nicht verrecke. Diesmal sollte ich es vielleicht aber auch ein bisschen anders angehen. Und vielleicht sollte ich dann diesmal diese Fontäne da vorne mal nicht übersehen. Das wäre vielleicht auch ganz praktisch. Gibt ja immer wieder so praktische Stellen hier in Alice. Wenn ich das nämlich nicht übersehen würde. Oh, da kommt er schon wieder. Hä? Ach, come on. Ach so, ich bin nicht gestorben. Ich hatte nur einen Respawn. Na, dann geht's ja. Dann geht's ja. Dann bin ich jetzt mit den Lebenspunkten wieder volle, oder? Super. Nee, bin ich nicht. Aber jetzt. Und auf ein neues. Drehen. Was denn? Jetzt noch. Kühlt das Ganze ab. Was aber nicht unbedingt heißt, dass wir deswegen jetzt auf den Boden können. Ah, da müssen wir hin. Mhm. Ich versuche jetzt mal was. Ich gehe jetzt mal da rein. Der Grins will schon wieder was. Aber Grins, du wirst jetzt leider Pech haben. Betätige den Hebel, um das Metall zu kühlen. Ja, das weiß ich doch. Hier, aber so kann ich wenigstens kurz abhauen. Jetzt ist das Viech weg. Ist ja geil. Ich musste es gar nicht umbringen. Ja, dann halt nicht. Hier ist voll der Grafikfehler, Mann, ey. Ach, von hier komme ich. Ja, claro. Schaut mal, was da drüben ist. Eine Erinnerung. Wie hole ich mir denn die jetzt am besten? Was willst du jetzt da hier mit diesem Hirn mir sagen? Nein. Hä? Das war ja mal nett. Ach ja, dann sind wir halt jetzt erstmal hier unten, zerlegen hier mal das ganze Zeug. Und tot! Hätte ich fast übersehen. Und stirb. Stirb, du Block. So. Hier kann ich dann wahrscheinlich so mit Luft und so. Ja, hier kann ich mit Luft und so. Mit Luft und so. Und weiter damit Luft und so. Da unten glänzt was. Seht ihr das Glänzen? Da unten ist was. Gehen wir jetzt nochmal runter. Ja, nee, lass mich in Frieden. Die vielleicht mal den Zielmodus reintun. Super.
Schweineschnauze. Und ein Fläschchen. Okay, okay. Dieser Stress in diesem Spiel, der bringt mich noch ganz um. Nee, ich mach's mir ja meistens selber schwer. Das ist es ja. Was willst jetzt du von mir? Komm, sterben. Ich bin so in Aufnehmelaune. Aber da ich es nicht mag, meine Folgen ohne Hallo und Tschüss zu beenden, nehme ich zwar durch auf, speichere jetzt also nicht, weil sonst bekomme ich ja wieder irgendwo bei so einem blöden Speicherpunkt raus. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und sag trotzdem Tschüss und so wie es hier weitergeht, das jetzt seht ihr in der nächsten Folge. Ja, und ich sollte vielleicht vorher den Knoten aus meiner Zunge herausbekommen. Das wäre vielleicht nicht ganz schlecht. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.